Nach einem Brand in einem Geschäftsgebäude in der japanischen Wirtschaftsmetropole Osaka werden zahlreiche Todesopfer befürchtet. Nach Angaben der Feuerwehr konnten bei 27 von 28 Verletzten keine Lebenszeichen festgestellt werden. Die Brandopfer wurden ins Krankenhaus gebracht. In Japan kann nur ein Arzt einen Menschen offiziell für tot erklären. Der Brand brach im vierten Stock des Gebäudes in einem Geschäftsviertel aus. Auf dem Stockwerk ist eine psychiatrische Klinik untergebracht. Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar. Brände mit Todesopfern sind in Japan wegen strenger Baunormen sehr ungewöhnlich.